Ja, die Zahlen sind am Sinken, aber warum sind sie gesunken? Weil wir alle vorsichtig waren und weil wir alle Abstand gehalten haben, Masken getragen, aber auch weil die Impfquote endlich hochgeht. Und wir wollen ja, dass die Impfquote noch weiter hochgeht. Wir wollen ja die Pandemie in den Griff kriegen. Und deshalb müssen sich alle impfen lassen. Alle, die jetzt in der Prio dran sind, in der Prio 3 und nachher in der Prio 4. Und wenn es aufgehoben wird, hoffe ich, dass alle ganz schnell einen Impftermin kriegen, damit wir endlich die Pandemie in den Griff kriegen. Ja, es ist unbestritten, dass es gewisse Impfstoffe gibt, die haben auch Nebenwirkungen. Das haben wir alle in der Zeitung gelesen. Aber ich glaube, im Verhältnis sind die Nebenwirkungen relativ gering zu der Anzahl, wenn man sich nicht impfen lässt und vor allen Dingen zu der Gefahr, wenn man sich nicht impfen lässt. Weil es ja immer noch die Gefahr besteht, dass man Corona kriegt und das sind dann auch oft schwere Verläufe. Und insofern glaube ich, kann man das durchaus in Kauf nehmen. Gewisse Nebenwirkungen wie, weiß ich nicht, dass der Arm wehtut, dass man ein bisschen müde ist. Das ist, glaube ich, eine Nebenwirkung, die man in Kauf nehmen kann. Und deshalb appelliere ich an alle, bitte lasst euch impfen. Nach der ersten Impfung ist noch kein voller Impfschutz da. Das wissen wir alle. Das dauert auch 5 Tage, bis der Impfschutz überhaupt da ist. Und erst nach der zweiten Impfung ist der Impfschutz dann tatsächlich da nach einigen Tagen. Und bis dahin kann man nur sagen, wieder Vorsicht, Abstand, Hygieneregeln, alles das einhalten. Bitte. Im Moment können Sie es nicht. Im Moment ist AstraZeneca freigegeben und alle, die wollen, können sich mit AstraZeneca impfen lassen. Und Wünsche kann man im Moment noch nicht angeben. Nee, das kann man noch nicht, aber voll geschützt ist man erst nach der zweiten Impfung. Also die meisten Impfstoffe brauchen ja 2 Impfungen. Man ist voll geschützt, wenn ich das richtig im Kopf habe, nach 5 Tagen nach der zweiten Impfung. Aber trotzdem kann man dann noch immer nicht ganz machen, was man will, weil man noch mit Rücksicht auf diejenigen, die nicht geimpft sind, sollte man weiterhin die Maske tragen und Abstand halten. Also was sicherlich auch noch wichtig ist, dass wir uns, solange wir noch keinen vollen Impfschutz haben, dass wir uns testen lassen. Überall sind ganz viele Teststationen und auch das gibt ja ein Stück Sicherheit, wenn man dann getestet ist und man weiß, man hat kein Corona, kann man zum Beispiel auch mal ins Restaurant gehen. Das ist ja vielleicht auch für einige ganz interessant. Oder wieder Sport machen, all das, was wir so lange vermisst haben.